Das ist wirklich nicht gut. Auf der internationalen Raumstation ISS gab es offensichtlich einen Sabotageakt. Das Leck, das letzte Woche aufgetaucht ist, wurde nicht durch einen Materialfehler oder Einschlag eines Meteoriten verursacht, sondern durch ein von einem Menschen gebohrtes Loch. Wie bitte? Was ist passiert? Und was sind jetzt vor allem die Konsequenzen? Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Was ist da oben los? Und das Schlimme, scheinbar scheint es keiner so richtig zu wissen. Die Fakten. Vergangene Woche, Donnerstag, wurde ein Leck in der Raumstation ISS festgestellt. Stück für Stück wurden die Schotts der Module geschlossen, um den Ort der Undichtigkeit einzugrenzen. Schließlich stieß die Besatzung auf ein Loch in einer angedockten Sojus-Kapsel. Und zwar genau der, mit der Alexander Gerst am 6. Juni zur ISS gestartet war. Die Sojus MS-09. Erst wurde ein Produktionsfehler, ein Meteorit oder ein Riss vermutet. Doch was jetzt öffentlich wurde, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Und das ist absolut keine Übertreibung. Ein ehemaliger Kosmonaut hat sich dazu jetzt zu Wort gemeldet. Maxim Surajew äußert die sehr beunruhigende Vermutung, dass ein Besatzungsmitglied hier sabotiert hat. Der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte er, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass ein Besatzungsmitglied, Zitat, diese seltsame Nummer abgezogen hat. Wir sind alle Menschen und jeder könnte nach Hause wollen. What? Die NASA hat die Aufnahme des Loches inzwischen aus dem Netz genommen, wohl weil sie ziemlich erschreckend ist. Wir haben sie aus dem Netz gefischt und können hier die wirklich schlimmen Details zeigen. Man sieht deutlich, dass bei der Sabotage mehrfach versucht wurde anzusetzen. Der Bohrer ist mehrere Male abgerutscht, bevor er dann griff und das Loch bohrte. Die Besatzung fand das Loch letzte Woche und konnte es mit Epoxidharz und einem Tuch flicken. Roskosmos-Direktor Dmitri Rogozin wurde erst im Mai ernannt, um Missstände beim Sojus-Programm zu beseitigen. Jetzt ist es noch schlimmer. Diese Sabotage macht Raumfahrt in Zukunft extrem unsicher. Die Frage ist immer noch, wer konkret hat das getan? Die Spekulationen schießen in den letzten Stunden ins Kraut. Raumfahrtjournalist Erik Berger meint zu wissen, dass es Indizien gäbe, dass der Schaden bereits auf der Erde entstand. Er behauptet, dass ein Techniker diesen Bohrfehler sah mit Leimverschluss, wodurch er bei Vakuumtests nicht auffiel. Okay, Leim soll dann 3 Monate Vakuum im Weltraum standgehalten haben? Wo sind die Leimspuren? Roskosmos-Chef Rogozin schließt Schlamperei nicht aus, aber eben auch, Zitat, eine andere Version, die wir nicht ausschließen, eine absichtliche Störung im Weltall. Auch Rogozin hat mehrere Versuche festgestellt, ein Loch in die Sojus-Kapsel zu bohren. Sie seien mit zögerlicher Hand ausgeführt worden. Das ist wirklich keine gute Situation und es spricht eigentlich alles dafür, dass das Loch dort oben gebohrt wurde. Was ist da oben also gerade los? Wie soll der Täter gefunden werden? Was sind die Konsequenzen? Muss das Sojus-Programm eingestellt werden? Wird die SpaceX Dragon Crew-Kapsel jetzt schneller zum Einsatz kommen? So etwas ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und wenn es sich bewahrheitet, das erste Mal überhaupt, dass im Weltall sabotiert wurde. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert, klickt um. Genau, die Glocke nicht vergessen. Dafür hier klicken. Folgt mir auf WhatsApp, da gibt es die Videos früher. Da schicke ich euch vorher eine Nachricht. Dafür hier klicken. Keine Werbung mehr auf Clipsum gibt es, wenn ihr Mitglied werdet. Der Link ist unter dem Video. Wir danken schon mal für diese Unterstützung. Und wenn der Link dann nicht ist, mal am Computer anschauen. Und hier geht's weiter mit der Wettlauf ins Weltall. Bis dann. Bleibt dran.